Aber wir starten heute mal mit Stefan und John direkt am Anfang des Streams, weil ich jetzt eh mein Essen hier machen muss. Herzlich willkommen zum Stefan, rotes T-Shirt. Handyvideo dieses Damit kann es beginnen. Wir befinden uns gerade tatsächlich auf einer Pyramide. Erkennen kann man es von der Perspektive auf jeden Fall. Da oben ist die Spitze. Und ja, so weit sind wir oben. Ich traue mich nicht, mit dem Handy rüber zu halten. Das habe ich gerade eben schon für eine riskante Aufnahme gemacht. Aber riskant ist es auch, hier zu stehen, weil unter uns befindet sich eine Glasscheibe, wo du komplett durchgucken kannst. Und ich zeige es einmal. Stefan, ja, was sind das für steht Schuhe fast von drauf, John? Er traut sich nicht neue so Schuhe? Ganz. Ja, hier rutscht man dann erstmal runter. Und wo rutscht man denn hin? Wo sind wir? Wir sind gerade in Memphis, Tennessee. Und was man hier an Gewässer erblickt, ist der sagenumwobene Mississippi. Willst du mal hin? Hör auf, Mann! Das ist ganz verrückt, ganz dicht hier. Das ist also eine ganz schöne Höhe. Ich meine, ich bin eigentlich schwindelfrei, aber wenn sowas kommt, wo man sich nicht festhalten kann und so eine Höhe hat, dann muss ich sagen, kriege ich auch wackelige Knie. Und das war eben der Fall bei der Hüpferei. Ja. Oh, das kann ich auch nicht sehen, wenn einer sein Handy darüber hält. Was biegt sich? Ich sag's jetzt nicht nochmal. Es scheint wie mein Vater. Er ist hier lang gelaufen, hat sich erschrocken und meinte, das biegt sich hier. Hier habe ich das Gefühl, wo ich hier lang gegangen bin. Stefan hat seit 4 Jahren die gleiche Haarlänge. Nein. Er hat die schon über 30 Jahre. Auf jeden Fall. Aber er hat noch nie gesagt, dass er zum Friseur geht. Langläuft und dann mit dem Schatten. Es sieht so aus, als ja, das ist mal. Aber interessant eigentlich. John mit Air Force. Puh. Mashallah. Stefan hat noch nie gesagt, dass er zum Friseur geht in einem Video, glaube ich, aber der hat immer gleich lange Haare. Also ich habe auch noch nie mehr gedacht, boah, in dem Video sieht man jetzt gerade, dass Stefan gerade beim Friseur war. Oder ich habe mir auch noch nie gedacht, boah, Stefan muss aber auch mal wieder zum Friseur. Jetzt würde man irgendwie schweben. Ui. Oh, da kommt aber langsam... Pass auf, Stefan. Da kommt langsam die Pracht hinten. Die Fleischmütze bei Stefan. Da wird das Haar langsam nicht mehr so... Nicht mehr so dicht. Lass mich in Ruhe jetzt schon. Ja, da der Einzug kostenfrei war, können wir auch eigentlich wieder runter, oder? Der war nicht kostenfrei. Wir haben $8 pro Person bezahlt. Und der Preis geht völlig in Ordnung, muss ich mal sagen. Für so eine tolle Aussicht sind $8 echt geschenkt. Also sozusagen kostenlos, wie du schon gesagt hast. Ist es nicht gefährlich bei den schwitzigen Händen? Ja, ist es. Und warum? Bin ich auch höchst konzentriert bei dieser Aufgabe, die ich mir ja heute gestellt habe, hier gute Aufnahmen zu machen. Ich bin froh, dass diese Handyvlogs bald zu Ende sind. Habe ich nämlich dreimal ausgehalten, mich hier vor der Kamera bloßstellen und verarschen zu lassen. Und das auch in meinem hochverdienten Urlaub. So. Einzig gute Abo-Falle. Oha, tricky. Er redet wie Monte, ne? Oh, Urlaub. Gemacht, so ein Ding im Norden. Alles fertig, also weg damit. Wild. Danke, Tricky, für diese 50 Cent oder sowas. Wir haben kein Kleingeld. Wir haben eine dicke Scheinarme. Das ist ein Dollar oder was soll das sein hier? Das Kleingeld, muss ich mal sagen, das kennen wir noch gar nicht, aber das hier kenne ich. Unser ganzes Hab und Gut. Das kennen wir sehr bekannt vor hier, dieser. Das ist der amerikanische Euro. Richtig. Der ist was ganz Seltenes in diesem Land. Also immer gut bei sich behalten. Okay. So selten, dass man nicht mehr damit bezahlen kann. Richtig. Wer kann mir jetzt sagen, was das für ein Geldstück ist hier? Ein Dollar, oder? Was ist das? Nee. Da steht... warte. Dreh mal um. Das ist ein Quarter Dollar. Ein Quarter. Also brauche ich 2 davon, um hier schießen zu können. Denn 2 Quarter sind ein halbes und ein halber Dollar sind 50 Cent. Ist das eine? Und wieder habt ihr alle was gelernt. Kann alle beruhigen, die Tiere, die sich hier befinden, sind alle nicht echt. Das Steak gab's davor. Richtig. Geht das denn hier mal? Oh. Bin ich dafür echt zu blöde? Ja, scheint so. So, jeder, der in den USA war, muss auch mal ein Gewehr in der Hand gehalten haben, ne?
So, was mache ich mal jetzt mal hier? Basti, danke für die 33. War das jetzt gerade editiert? Das kann ja mal den hier. Ja. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. 22 Shots habe ich noch nie einmal getroffen. Kann doch nicht wahr sein. Hast du es drauf? Jetzt nochmal den Biber. Getroffen habe ich, aber der macht nichts. Der Biber schläft. Der ist schon tot. Hier, das stinkt hier. Das stimmt. Wie? Junge, ist das mal dein Sohn dran? Nein, habe ich nicht. So, jetzt kommt der COD-Profi. Jetzt ist angemacht. Jetzt ist angemacht. Das ganze GTA-Spielen war nicht umsonst jetzt. Na gut, machen wir mal. Ich habe Utopia noch nicht ganz gehört. Nee, mal Richtung Stream nachher. Ich glaube, die amerikanischen Kids können das besser. Danke, Joey, für die 56, Junge. Was haben wir vorhin gelernt? 25 sind 50, Quarter, Quarter, halber Dollar, 50 Cent. Stefan süchtig nach dem Game. Joey, einfach 56 ja, Monate Stefan Sub und in 56 Monaten nicht eine normale Nachricht den geschrieben. Preis nicht finden, ne? Was ist denn das Ganze? Men, no shirt, no service. Ladies, no shirt, free drinks. Du kranke Schwein. 9,99 Dollar. Nicht so teuer, oder? Kann man eigentlich mal mitnehmen. Wie heißt nochmal dieser Laden in den USA? Körperfreie Frauen lohnt sich. Heißt der Hutas oder so? Wo die so leicht bekleidet sind, die Bedienung. Da wird Stefan erstmal einen Abstecher eingemacht. Das, oder? Manchmal ja. Kannst du ein paar Snacks kaufen für heute Abend im Hotel? Ja, Mann, das ist geil. Und das hier unterscheidet Deutschland von Amerika. Da gibt's weniger Spaß in Deutschland, ne? Ja, hier hat man Spaß. Nein, im Ernst, da kann man die Dinger einfach so kaufen. Unglaublich eigentlich. Da gibt es sogar automatische Waffen da hinten, habe ich gesehen. Hat er sich mal umgeschaut? Hier ist das nun mal so. Hier ist das nun mal so, ja. Wollten immer schon für unser Wohnzimmer, im Ernst jetzt, wollen wir sowas mal haben. Nicht so groß, aber hier, leider passt es nicht ins Handgepäck, würde ich sagen. Also, wir haben doch schon Simone, das reicht doch schon. Ja, ja. Psychopath, wer sowas bei sich hängen hat, naja, könnte ich nicht pennen. Hab ich nicht gesagt, zum Glück. Also, aber gedacht. Ich bin da raus. Was damalige denke, Freundin von Maxi, die hat in so einem Haus gelebt und da hat Maxi dann auch zu der Zeit gelebt, da habe ich einmal geschlafen, die hatten überall so ausgestopfte Tiere und so. Ich habe kein Auge zu bekommen die Nacht, das ist krank sowas. Was an? Voll. Mit Zielfernrohr? Der Löwe, der in Berlin entlaufen ist, ist gefunden. Hier ist er. Der ist in Amerika. Also wer wirklich glaubt, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Löwe mit einem Wildschwein verwechselt wird. Also entweder der Typ, der das gemeldet hat, war total besoffen, oder aber die Behörden haben es jetzt vertuscht, dass echt irgendwo ein Löwe ausgelaufen ist. Habe ich nicht mitbekommen. Ausgerissen ist. Also mit einem Wildschwein nichts zu tun, ein Löwe. Wie kann man sich das so vergucken? Bist du jetzt zum Querdenker? Nein, aber ich denke logisch. So, schon einige Stunden im Motel eingecheckt. Behördenschuld. Ja, der Mann ist jetzt sein Salat. Nein. Ja, erstmal mit einem Caesar Salad. Habe ich zum ersten Mal mir jetzt geholt. Schmeckt auch sehr gut. Da ist es mir gerade sehr schön hier, vor so einem Motel zu sitzen. Aber unser Auto. Bevor die USA-Vlogs losgingen, haben wir gesagt, wir werden wieder jeden Tag seinen Salat sehen. Und das passiert. Genießt den Abend. Ich habe sogar ein Bier, und zwar ein Bier, gebraut in Memphis, Fireside Amber Ale. Passend zum so. Shirt gewählt. Wo ist das? In Tennessee abends. Ein neuer Tag, wir fahren schon wieder mit dem Auto rum, es ist noch früh am Morgen, noch nichts gefrühstückt.
Trotzdem wollten Stefan und ich mal eine neue Drohnenaufnahme machen, was wir auch gerade machen, nur weil Stefan gerade nicht, wo die Drohne ist. Nee. Also sie ist schon in der Luft. Sie ist in der Luft, ja. Man hört sie nur ein bisschen, ne? Zu Walmart. Ja, vielleicht ein bisschen tiefer fliegen. Keine Ahnung. Irgendwo am Ufer. Vielleicht ist sie auch da, war geil geworden. Aus. Sonst kann man das nicht an dem Haus da hinten. Hier bekommst du gerade tiefer. Jetzt wird aber laut werden, glaube ich. Ja, sind wir endlich mal drin in so einem Saloon. Lucky Bastard Saloon. Ja, und es gibt, weil man ja Auto fahren muss, ein Lightbier. Und bei Johnny hat gleich zwei Getränke bekommen. Gleich zweimal Cola. Was macht das Parken? Teuer, $24. Na, für 4 Stunden geht das. 4 Stunden? 3 Stunden. Ja. Oh. Hier ist wesentlich Klimaanlage. Lass uns mal kurz in Ruhe kommen. Ja, das Parken zieht hier ab. Du hast das Parkhaus ausgesucht. Control C. Wir sind ganz sicher. So. Nur Liebe für dich. Jetzt kann ich mal wieder Auto finden. Ich habe es mir nicht gemerkt, wo das Auto steht. Hey Nils, danke für die 38. Oh, so. Okay, Ben. I guess in the first... Come on, let me help you out. You can wait right here, my man. Okay. My man? Der hat da seinen Spaß und ich muss hier in der Hitze warten. We'll be back. Na, neue Freunde gefunden? Ja, netter Service. Steig ein. So. Neues Ziel eingegeben, eine Mall. In 15 Minuten sind wir da. Ja, gespannt, Stefan? Ja, bei dem, was du für eine Mall ausgesucht hast. Du bist ja schon zu Shopping Queen geworden. Wieso fahren die eigentlich hier mit ihrem Roller auf der Straße? Weil es Amis sind. Ja, weil sie es können. Deren Straße, nicht unsere. Nee, wir sind deren Hüter eigentlich. Was wird es in Deutschland nicht geben? Guck jetzt mal an, die hält den ganzen Verkehr auf hinter uns. Nur weil die mit ihrem Roller da lang cruisen. Aber insgesamt hier vom Verkehr, hier sind Sachen. In Deutschland fahren Fahrradfahrer mit so Schwimmnudeln. Also insgesamt mit dem Stopp, das Stoppschildsystem hier Abstand ist sehr, sehr cool. Ja. Und zwar immer, wer zuerst am Stoppschild stand, darf fahren, oder? Ja, genau. Wenn dann eine Kreuzung ist, da haben alle... Ohne Ampel. Alle ohne Ampel, 4 Stoppschilder und dann geht es der Reihenfolge nach. Wenn man einmal gestoppt ist und dann an der Reihe ist, fährt man los. Bisschen verständigen miteinander mit Blickkontakt. Total super, man muss niemals warten lange, maximal ein paar Sekunden. Das ist echt sowas Geniales. So toll in Amerika. Rechts und, nee, nur rechts, oder? Oder links abbiegen darf man eigentlich auch fast immer, es sei, also an der roten Ampel, genau. An der roten Ampel, es sei denn, es ist ausgeschildert, man darf es nicht. Also der Verkehr hier ist sowas von geil mit Überholen und alles, wie das hier geregelt ist. Super, leider gibt es das in Deutschland so nicht, aber... Da stimmt doch einiges nicht. Darum ist ja auch Deutschland das Land der Staus, sag ich mal. Und des nervigen Fahrens, für mich jedenfalls. Hier ist das alles locker. Wir haben auch schon Stau gehabt, sicherlich. Das war auch ein bisschen nervig. Ich kann es kaum abwarten, wenn die wieder in Deutschland sind und die richtigen Vlogs kommen, wie oft die sich darüber beschweren, wie viel besser Amerika war. Nervig, als wir mal, weißt du noch, die 19 Minuten im Stau standen. Aber das ging auch eigentlich relativ gut. Ja, aber da standen ja auch alle im Stau. Also das ist, ja gut. Es geht, eigentlich geht es besser. Auch mit dem Überholen von links und rechts, dass man überholen darf auf der Interstate oder auf dem Highway. Finde ich eine total gute Regelung. Nee, nur zum Heidepark, stimmt. Gibt es keine Behinderungen. Wir sind da. Ja, ja. Gebot Ojo. Ich weiß, ich bin selbst hingefahren. Schon wieder eine Parkgarage. Aber es sind noch genug Parkplätze frei, wie man sieht. Ja, merkt ihr mal, wo unser Auto steht dann. So, erstmal Sonnenbrille absetzen, das ist mal ganz wichtig. Was fotografierst du da? Damit nicht das passiert, was eben passiert ist, damit wir unser Auto wiederfinden. Level 3D Süd. Und wie gefällt dir die Mall? Nicht besonders, ehrlich gesagt. Warum? Ja, diese ganzen Nobelmarken brauche ich nicht. Ja, das ist der Grund. Ich will ja ein bisschen was gucken, wo ich auch Bock habe, was zu kaufen vielleicht. Aber ich kaufe auch nicht Nobelmarken. Ich kenne die ganzen Marken alle gar nicht. Das kenne ich auch nicht. Wie kannst du sie dann als Nobel bewerten? Wo ist denn hier Camp David Mann? Ich habe mir sie jetzt mal gerade nicht einfallen. Schon was gefunden, wo wir oder jetzt einmal komplett durchgelaufen sind? Nö. Das sind alles Marken, die übersteigen meinen Geldbeutel und meine Lust, irgendwie Geld auszugeben. Meinetwegen können wir jetzt die Mall wieder verlassen.
unseren Roadtrip fortsetzen. Ja. Stefan sauer, weil es keine roten T-Shirts gab. Hat er was gekauft? Normalerweise stand da drauf Monster. Einer kostet $3. Wir brauchen einen Stefan und John Gönnergy-Test, wenn sie zurück sind. Unbedingt. $20, glaube ich. Und wenn man zwei kauft, gibt sie für 5. Aber. Darf man beim Fahren nichts trinken? An der Kasse meinte dann die Dame, das gilt nur für eine bestimmte Monstersorte. Nicht für die, die ich gekauft habe. Und ich war so nett und habe dann trotzdem beide genommen. Egal. So, weiter geht's in Richtung Knoxville. Aber immer testen, wie das Zeug hier schmeckt. Was habe ich denn hier schon? Hab bisher nur die Orangene probiert, die war in Ordnung. Juice Monster, Energy and Juice. Oh. Hm, mal sehen. Ich glaube, heute probiere ich blau mal. Erfrischend. Schön kalt. So. Weiter geht's. Ja, ich sitze hier und schneide diesen Vlog. Stefan lächelt mich an. Ich merke, irgendwas stimmt nicht. Sitzhaltung hat angemacht. Ja, anstatt die ganze Zeit auf der Interstate geradeaus zu fahren, dachten wir uns, hier soll es einen Damm geben. Und wir haben uns ja bei unserem ersten Roadtrip den Hoover Dam angeguckt und war sehr interessant. Jetzt haben wir noch einen Damm gefunden. Problem ist, die Straße ist gesperrt. Der Damm ist. Keine 5 Meter hoch. Ich glaube. Ja, da hinten schon, aber. Ich glaube, der Damm ist halt nicht zum Besichtigen da. Ja, warum schreiben die das dann mit so einem braunen Schild an der Straße hin? Mit Look. Overlook. Falsch gefahren sind wir ja wohl nicht. Normalerweise hätte die Straße auf sein müssen. Oder vielleicht hat er heute geschlossen. Kann auch sein. Ja, wie man sieht. Und wir sind jetzt eine halbe Stunde durch die Walachei gefahren dafür. Nur du bist gefahren. Ich habe mich fahren lassen. Ja. Ja, ein neuer Tag und. Durch die Walachei, Junge, wer ist darauf eigentlich gekommen? Das sagen auch nur Eltern. Und, es geht langsam auf die Frühstückssuche. Aber hoffen wir mal, dass es nicht so ausartet wie im letzten Handyvlog. Das hoffe ich auch. Mal gucken, was gefrühstückt wird. Aber erstmal wieder zum State Park, oder? Wollen wir jetzt erstmal frühstücken? So, der State Park kam vor dem Frühstück, obwohl wir ein kleines Croissant gegessen haben. Aber es gab aber kein Frühstück. Jetzt laufen wir hier unsere Wanderung in Tennessee bei noch moderaten Temperaturen. Ich habe schon Handtuch dabei zum Schweiß abwischen. Wofür ist es wirklich? Dieser State Park beinhaltet einige Wasserfälle angeblich. Und um dahin zu gelangen, muss man, wie ich gelesen habe, einen kleinen Weg durchs Wasser gehen. Eigentlich soll man Wasserschuhe dafür kaufen oder sind empfohlen, weil die Steine rutschig sein können. Kriegen wir auch ohne Wasserschuhe hin, glaube ich. Und sonst haben wir Pech gehabt. Dafür ist das Handtuch, um die Füße nachher wieder abzutrocknen, wenn man sie wieder in die Socken und Schuhe über diese Spinnweben zieht. Widerlich. Natur. Ich höre schon mal was, aber ich sehe noch nichts. Der Tourguide hat versagt, würde ich mal sagen. Du hast die Karte, wieso stehen wir hier vor einem blinden Ende, sag ich mal? Du hast die Karte. Ja, mal sehen. Mir nach. Ja, hübsch. So, was ist passiert? Der Stefan wollte sich mal an den Zaun anlehnen. Ja, tut mir sehr leid. Kann mal passieren. Eigentlich bist du der Tourguide und nicht ich, ne? So, Base of Waterfall. Ich will jetzt sehen, wie die essen. Was hat das mit der Gabel zu tun, keine Ahnung. Wir werden sehen. Da gibt es noch was zu essen, endlich mal. So, der Stefan zeigt relativ viel Freude, hier gleich durch das Wasser zu laufen. Toni, also Simone hat eigenen Kanal und lädt da gefühlt täglich hoch. Nicht wahr? Hier, weil es Schuhe ausziehen angesagt, weil da können wir nicht mal eben so durchgehen. Mit Schuhen. Ja. Ey, wie kann man so doof sein? Sieht ja die Socken nicht aus. Es tut weh, auf diesen Stein zu laufen und mit den Socken ist zufällig nicht ganz so doll. Nasse Socken sind das Schlimmste überhaupt. Die Socken kann ich wegschmeißen, die Socken sind nichts wert. Nein, ich meine, es ist einfach ein ekelhaftes Gefühl. Nö. Warum hat er jetzt die Schuhe ausgezogen?
Hey, ich raff keinen, ich muss nochmal hören. Weil da können wir nicht mal eben so durchgehen. Mit Schuhen. Er will ja ganz ins Wasser reingehen. Ja. Ey, wie kann man so doof sein? Es tut weh, auf diesen Stein zu laufen und mit den Socken, es tut vielleicht nicht ganz so doll weh. Nasse Socken sind das Schlimmste überhaupt. Die Socken kann ich wegschmeißen, die Socken sind nichts wert. Nein, ich meine... Und dann ohne Socken auf der Rückfahrt in die Schuhe. Bah! Das ist einfach ein ekelhaftes Gefühl. Nö, das war eigentlich schlimm. Ja. Bah! Also so habe ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt. Er schon. Ja, es ist ein bisschen rutschig, ein bisschen sehr rutschig hier. Also ich glaube, es wäre doch eigentlich ganz schlau gewesen, wenn man sich das Ganze hier angucken will, sich diese komischen Wasserschuhe zu kaufen. Es ist wirklich wie, als würde man auf so einen eingeseiften Boden laufen. Es ist so verdammt rutschig. Er hat selber seine Socken auch an. Ja, ich habe mir jetzt auch Socken angezogen. Ich find's immer noch lächerlich, mit Socken hier rumzulaufen. Also nicht hier rumzulaufen, aber mit den Socken hier rumzulaufen, mit denen man wieder aufsteigen muss. Ja, hast du ja wieder mal recht gehabt? Keiner, weil es ist trotzdem eine... Es geht, mit Socken geht's einfach super. Du musst einfach links halten, dass das Ufer kann. Du wirst durch den ganzen ja, ist doch voll cool. Fluss hier durchlaufen. Ja, ist voll cool, komm. Manchmal ist es immer noch so ein bisschen rutschig. Wie gefällt's dir? Ja, mir gefällt's gut. Weiter geht's. Der Wasserfall ist noch ein ganzes Stück da hinten. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und in deinem Tempo, was du hier vorlegst, sind wir in 2 Tagen noch nicht da. Deshalb war ich auch vor dir hier drüben. Weil du meinen Rad mit den Socken angenommen hast. Sonst wärst du noch da hinten irgendwo. Es ist so ziemlich das ekelhafteste Gefühl, mit nassen Socken über so einen Wanderweg hier zu latschen. Wasserfall gefunden. Wir sind angekommen. Es hat sich gelohnt. Natürlich nicht. Wasser. Besser geht's nicht. So, zurück zum Auto. Einfach Schlangen hier. Oh Gott. Ja, wir sind da. Hat sich richtig gelohnt. Der Weg war ein bisschen beschwerlich am Ende, muss ich mal sagen, durch die vielen scharfen kleinen Steinchen. Aber jeder Schritt war es wert. Das ist der beste Wasserfall, den ich mein ganzes Leben gesehen habe. Ich war schon mal im Yosemite Nationalpark. Da gab es den Brightless Fall, einen richtig großen Wasserfall. Aber dieser hier ist schön, durch die ganzen Treppen, die da mit Wasser benetzt werden. Sieht einfach richtig wunderschön aus. So, es hat sich wirklich gelohnt. Es war sehr, sehr schön. Boah. So, jetzt geht der anstrengende Weg wieder zurück. Ja, also wird hart werden, weil wir auch nach oben laufen müssen wieder. Hier ist eine Emergency-Route für eine Evakuierung und das Schild haben wir oben auch gesehen und dann würden wir uns einigen Weg sparen. Und was ist da in die Überlegung gekommen bei dir, Stefan? Ob man nicht eventuell Ärger bekommen könnte, wenn man sich einfach geht und die sieht sehr steil aus, aber ich glaube, wir sparen uns mindestens... Wir haben keinen Bock auf den Wasserfall gehabt. Und wir müssen nicht mehr durchs Wasser. Aber warte mal, kurz hat man ihn noch gesehen, glaube ich. In deinem Tempo, was du hier vorlegst, den Socken angenommen hast, sonst wärst du noch da hinten irgendwo. Es ist so ziemlich das Weg hier. Nicht. Geht's nicht. Einfach Schlangen. So, sonst im Auto. Einfach Schlangen hier. Zwei Sekunden. Bitte sehr. Ja. Wir testen das mal an, oder? Ja. Da oben ist ein Schild, Area is closed und das sieht noch nicht so aus, als ob es da weitergeht. Also müssen wir durchs Wasser. Na toll. Umsonst. Gut, dass wir noch nicht so weit da oben gegangen sind. So, naja. Langsam. Es kommt zu dir. Mach deinen Fuß weg, Junge, bist du bescheuert. Es kommt zu dir. Das weiß nicht, Mann. Nee, aber zickt. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt man ja. Wenn ich sehe, was jetzt hier an Leuten hier langkommt, kann ich froh sein, dass wir schon hinter uns haben und dass wir die Einsamkeit genießen konnten. Was? Warum freust du dich darauf, ein neues T-Shirt anzuziehen? Ja, warum wohl? Weil ich meine andere Farbe haben möchte, weil die Farbe mich langweilt.
Oder hat da jemand sein T-Shirt voll geschwitzt? Dumme Frage. Weiter geht's hier nach oben. Oh ja, der hat Zeit für ein rotes geschwitzt. Jetzt. Boah. Das war also ich fand den Aufstieg gar nicht so schlimm. Hummer gegen Hummer. War wahrscheinlich fertig. Und der Aufstieg schon. Nö. Ja, es ist halt geradeaus durch den Wald laufen, aber wir sind fast am Parking, Leute. Nur weil da ein Schild steht, dass es da auf so Parkplatz geht, heißt auch lange nicht, dass wir am Parkplatz sind. Nee, aber wenn man noch ein junges, gutes Gedächtnis und Gehirn hat. Riecht nach diesem Cannabis-Scheiß. Cannabis. Daran, dass so viele Touristen hier wahrscheinlich gerade. Wie sauer! Stefan riecht ein Kiffer. Liegt daran, dass so viel zum Gehirn hat. Riecht nach diesem Cannabis-Scheiß. Liegt daran, dass so viele Touristen hier wahrscheinlich gerade uns entgegenkamen. Also Scheiß ist es meiner Meinung nach gar nicht. Auf jeden Fall Themawechsel. Was das Ganze nur etwas schlimmer macht, ist die Vorstellung, wie lecker jetzt ein Dave's Triple bei Wendy's schmecken würde. Den wir heute nicht essen werden, da wir gestern da erst waren. Heute suchen wir mal eine Kette aus, die wir noch nicht so gut kennen. Wir sehen. Der Chef hat gesprochen, hau. Der Häuptling hat gesprochen, hau. Welcher Chef? Ach übrigens, wenn du hier hau sagst, wie ein Indianerhäuptling, dann kann sich doch gar nicht... Er ist so genervt. Über Cannabis beschweren. Was haben die wohl mit ihrer Friedenspfeife geraucht? Schon kein Cannabis. Muss ich mal mit indianischer Kultur auseinandersetzen, mein lieber Freund. Hier kann man doch Indianer sagen in diesem Land. Hier kann man das. Indianer. Ja, und die betiteln sich ja selbst auch als Indianer. Und richtig. Dann und in Deutschland muss man ja was anderes sagen. Irgendwelche Ureinwohner, so ein Quatsch. In Deutschland bist du ja schon Nazi, wenn du eine deutsche Flagge irgendwo hinhängst. Hier ja. Oder das driftet hier gerade ganz schön ab. Du siehst in Amerika, du siehst nur amerikanische Flaggen. Aber politisch werden wir jetzt nicht. Wir bleiben lieber neutral, aber insgesamt, Indianer, ist das völliger Quatsch, das hier nicht sagen zu sollen. Weil ich meine, im Endeffekt, wir haben schon welche gesehen und die verkaufen. Das spricht dein Vater aus der Seele. Stefan gerade noch nie so stolz gewesen. Auch Sachen unter dem Namen Indien. Krimskrams, keine Ahnung. Wir bleiben heute erstmal naturverbunden. So. T-Shirt neu, Socken neu, ein völlig neues Lebensgefühl. Ja, aber es war toll. Erster Bissen von diesem Burger und ich finde es gar nicht mehr schlimm, nicht bei Wendy's zu sein. Wo sind wir denn? Bei Hardee's. Waren wir noch nie, also wir noch nie. Ich war früher schon mal hier. Ich muss sagen, mein Monsterburger hier schmeckt vorzüglich. Also Burger machen können die in den USA, glaube ich, überall, außer bei McDonald's. Da sind die nicht so besonders. Aber deswegen gehst du auch jeden zweiten Tag hin. So, wir haben eine weitere Zeitzone durchquert und es ist jetzt dadurch 15 Uhr. Eigentlich wäre es 15 Stefan Uhr. Stefan zwickt der rechte Arm nach dem Statement. Jetzt ist aber 15 Uhr und wir haben auch schon einen Motel. Schon wieder fast vorbei, was? Motel gebucht, das richtig heftig reduziert war. Also für uns, weil wir haben irgendwie so einen Levelaufstieg bei Booking.com bekommen und jetzt bekommen wir oftmals richtig heftige Preise. Und da kann es ja eigentlich nur gut werden. Hattest du gesagt, es muss gut werden? Ja. Werden wir sehen. Mein lieber Freund. Renovation. Bis 6 Uhr. Ein ohrenbetäubender Lärm in der Lobby. Pressluftbohrer. Active. Bis 6 Uhr. Dann ist Ruhe, hoffentlich. Fotostudio Deluxe, was ist das denn? Ja, wir haben uns das mal angeguckt und vor uns waren wohl Leute, die genauso aussahen wie wir. Also das war da in dieser Ablage drin. Also die Ähnlichkeit ist verblüffend. Und teilweise der Gute und der Schlechte. Obwohl, sie haben Spaß, ist cool. Die haben auch so einen guten Stil wie wir. Das finde ich auch. Seit einigen Tagen sind wir aus Texas raus, aber Stefan kriegt nie genug von Texas und deshalb sind wir jetzt bei einem Texas Roadhouse, was da vorne ist. Du wolltest ja... Sag aber ehrlich, unterhaltungstechnisch sind diese Handy-Vlogs mindestens genauso gut wie die normalen.
zum Olive Garden italienisch essen in Amerika. Ja, ganz einfach, weil italienisch einfach auch geil ist und ich glaube, da kann mir jeder zustimmen. Italienische Pizza, geil. Dann geht man zum Pizza Hut und nicht in du gehst mit mir auch deutsch essen. Hamburger. Hamburger kommen aus Hamburg. Hör auf mit dem Scheiß. Das Essen ist da. Boah. Und schmeckt. Rippchen mit Ofenkartoffeln und Cheese-Pommes. Einfach geil. Nächster Tag, geil. Nächster Nationalpark. Und zwar der Great Smoky Mountains Nationalpark. Und bis... Stefan Autofeld sieht das so lustig aus. Ja, also wir haben bis jetzt noch nichts gemacht. Wer fährt so? So? Wer fährt so Auto? Aber Stefan und ich sind positiv überrascht, wie gut dieser Park hier läuft. Also Stefan kann ja mal ein bisschen was über das Parken erzählen. Also der Eintritt in den Park kostet schon mal nichts. Man kann so ein Daily Parking Ticket kaufen, wenn man irgendwo anhalten möchte. Dann kann man das tun, wenn man so ein Parking Ticket hat. Stefan fährt so, wie man es in der Fahrschule lernt, stimmt schon. Haben wir, aber bisher, wie hier auch gerade, alle Parkplätze voll. Was kommt jetzt? Ich würde mal empfehlen, mal das Auto zu verlassen und das mal so vom Rand des Flusses zu erleben. Sieht nämlich toll aus, wenn man da steht. Aber so kann ich doch auch alles erleben, durchs Autodach. Die Beine brauche ich nur, wenn wir irgendwie einen Trail langlaufen. Weiter geht's. Energie für den Tag. Mir säuft der Monster ohne Ende. Was soll denn das? So, ich habe gerade ein paar Bilder für Stefan von ihm gemacht. Ja, und? Wie gefallen dir die Bilder? Ja, gut wahrscheinlich. Ich habe noch nicht angeguckt. Soll ich angucken jetzt oder was? Mach mal ein paar Bilder von mir. So eins zum Beispiel. Das war's auch schon. Das waren sie wohl. Wunderschön. Ja, hier wird davor gewarnt, dass man hier seine Hotdogs, Fried Chicken, Potato Chips und alles liegen lässt, weil sonst die Bären angelockt werden können, weil die das auch alles kennen und mögen. Wir haben weder Hotdogs, wir haben auch kein Fried Chicken und auch keine Potato Chips, wir haben nämlich gar nichts. Wir haben wieder mal nicht daran gedacht, was zu essen mitzunehmen. Man kann auch ahnen, dass es hier so gute Picnic Areas gibt. Jetzt schon wieder einen Kaffee auf. Immerhin Drink, immerhin etwas. Die Wasserfälle haben wir ja nicht gesehen, weil er vollgeparkt war von den ganzen Abendlöchern. Wir vermissen Simone zwar nicht so sehr. Die Wasserfälle haben wir ja nicht gesehen, weil er vollgeparkt war von den ganzen Abendlöchern. Wir vermissen Simone zwar nicht so sehr, aber wir freuen uns, ihre Verwandtschaft kennenzulernen. Ja, von dem Onkel kriegst du aber hier einen großen Ärger, wenn du dich mit dem anlegst. Du. Oh, das kann man. Da kann ich ja schon mal sagen. Fahren wir lieber weiter. Ja. Verrecke. Guck mal, an der hier ist doch noch was frei. Schön, dass Manet weg ist. Das gedacht. Hatte ich wieder den richtigen Riecher, mir letztes Jahr ein Trikot mit ihm zu holen? Müllers Lust, das war mitsingen, dann ist das Müllers Lust, das Wandern. Oha, einfach Frank Rosin. Ja. So, Stefan, können wir wieder runter und Burger essen? Nein, noch nicht. Ich glaube, es ist schön kühl hier durch den Wasserfall, der hier runter geht. Außerdem bin ich nicht den ganzen Weg gelaufen, um gleich wieder umzukehren. Das war höchstwahrscheinlich Bärenscheiße. Ja. Weiß ich nicht. Bei mir sieht es aber auch nicht anders aus, von der Portion her. Ja, bei den Mengen, die er hier in den USA verspeist, wäre das kein Wunder. Der Hunger war so groß, dass ich ganz vergessen habe, die Burger zu filmen. Wieder unterwegs. Augen muss ich ein bisschen zusammenkneifen wegen der Sonne, die mein Gesicht scheint. Und ich glaube, das ist schon direkt das Highlight des Tages. Ich zeig's einmal. Also. Boah, das sieht krank aus da. Geniale Aussicht. Oh, die sind hier im Mitchell
Mount Mitchell State Park. So sieht das Ganze hier aus. Und das 6 Uhr morgens, da ist ja gar nichts los. Diese Empfehlung haben wir heute beim Frühstücken bekommen, weil man kommt ja in Amerika hier immer in so nette Gesprächen mit den Amis und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und zufälligerweise konnten die selber ein wenig Deutsch. Also der Sohn war mal 5 Jahre auf eine deutsche Schule gegangen hier in Amerika. Ja, wir haben ja so viele Tipps bekommen. Und wir haben auch erfahren, dass unser Urlaub eigentlich noch ein paar Wochen hätte länger gehen können, weil es hier noch so viele Sachen gibt. Wir müssen also nochmal wiederkommen irgendwie in diese Gegend. Also das war eigentlich nur so ein Notziel, North Carolina, wo wir jetzt sind. Und das war so wunderschön, die Fahrt hier rauf auf diesem Parkway, wie der genau hieß, weiß ich nicht mehr. Eine fantastische Straße durch die Berge. Wir haben sogar einen kleinen Bären gesehen. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir aber nicht gefilmt. Wir haben gestern Bärenscheiße gesehen, jetzt haben wir einen Berg gesehen, einen kleinen. Oh, richtig. Und jetzt genießen wir die Aussicht hier. Das ist echt der Hammer. Hier wird ein fettes Steak gegessen. Was ist das denn gewesen? Was ist das denn? Junge, erst für alle, die nicht im Bild sind, die haben vor 2 Monaten so in einem Video gesagt, dass sie sich zusammen immer Drachenlord-Sachen anschauen. Junge, jetzt tut er so, als hätte er den Drachenlord im Wald gesehen. Das ist echt der Hammer. Hier wird ein fettes Steak gegessen. Ja, ich versuch's gerade. Das Video ist zu Ende, genauso wie für die Tierleiche auf dem Teller. Also beende das Video. Also schade, dass es kein Geschmacksvideo gibt. Wenn das einer wüsste, wie lecker das schmeckt. Wir sind hier im Longhorn. Das Video wird zu lang, beende schnell. Achso, ja, tschüss, mein Essstick war kalt. Bis zum nächsten Mal. Die anderen Vlogs, die normalen Vlogs, kommen dann später. Das waren jetzt 3 Vlogs von John zum Thema Amerika. Wir fliegen übermorgen nach Hause. Man hört richtig, wie ihm das Wasser im Mund zusammenläuft. Das war das Ende des Urlaubs sozusagen im Video. Guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal. Das waren die kürzesten 33 Minuten meines Lebens.